Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Start Your Valley. Und wir haben ja in der letzten Runde eigentlich schon viel gemacht. erstens mal, wir haben ja Hühner, ne? Seit neuestem. Und die wollen ja immer wieder Futter haben. Na, schau mal einer an hier. Mein Gott. Stimmt, haben wir nicht noch irgendwie ein Dingsbummens? Ein Case? Dass wir, irgendwo ein Ei abgeben müssen? Oh, und wir müssen das Geburtstagsgeschenk. Morgen ist das Fest des Winters. Hast du ein Geschenk für deinen geheimen Freund Penny? Ich weiß es nicht. Penny. Wir müssen den heutigen Tag irgendwie verbringen, dass wir ihr ein Geschenk mitbringen, ne? Warte mal kurz, wo wohnt Penny denn hier mal wieder? Ne, hier oben nicht. Also hier wohnt ja Robin, Dimitrius, Sebastian und Maro, ne? Hier oben in dem wunderschönen Haus. Aber es kann doch nicht wahr sein, hier unten gibt es ja mehr Häuser als das, was hier angezeigt ist. Hier gibt es ein paar Häuser hier unten. Jodie kennt uns Sam, Emily und Harvey. Da muss es doch mehr geben. Huhn hier. Alles Huhn. Hallo. Eine Nähmaschine. Ich weiß aber nicht, wann man sie benutzt. Wohnt hier? Ist hier jemand? Ja. Nein. Penny ist nicht hier. Penny wohnt vielleicht nicht hier, keine Ahnung. Oh. Super Fashion Girl Magazine. Ich denke mir, Penny ist die holzhackende Dame, aber ich bin da, glaube ich, falsch informiert. Laschen wir jetzt im Winter mit Schnee rum und suchen die oder was? Ob das eine gute Idee war? Hey, hier ist einer, hallo! Leute bleiben im Winter oft zu Hause und machen langweiliges Zeug. Hallo? Oder sind halt im Saloon, der noch nicht offen hat oder was?
Komm rein. Spaghetti, Pizza. Oh, ich weiß nicht, was ich dir schenken soll. Also wirklich. Ich habe wirklich nicht viel Ahnung. Ich habe mich noch nie mit den Leuten befasst. Jetzt muss ich schon ein Weihnachtsgeschenk holen. Da gibt es wirklich keine Häuser, ne? Aber hier ist ja auch niemand um 13.15 Uhr. Wo sind denn die hier alle? Gar nicht gesehen. Hallo, Emily. Es ist anstrengend, sauber zu halten. Ja, ein Putzroboter oder so würde mal helfen, ne? Und hier ist immer noch niemand. Aber warte mal, vielleicht oben. In der Küche oder so, ne? Weiß nicht. Jodie, recht spartanisch eingerichtet, ne? Auf jeden Fall, wirklich. Sam, ich bin auch Sam. Vincent. Sind die da? Also ich bin doch nicht doof, ne? Lea? Nein. Ich hätte mich länger damit befassen müssen. Ich habe nur die ganze Zeit ja, Dinge gemacht, Dinge getan. Ja, Mittwochsruhetag, ja, das fängt ja gut an hier. Ah, der Opa hier. Das fängt mir langsam zum Arsch raus. Oh, stimmt, da gibt es ja auch noch den Wohnwagen hier, aber das ist ja auch nicht. Nö. Wo sind denn all die Leute? Na, sag mal. Hallo. Bro. Darf man hier mal... So. Warte mal, wer ist das hier? Ja, ich weiß doch, es ist 16:30 Uhr. Willkommen im Übermarkt. Was ist die Zoll? Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Ich bin. Ja. Kann ich hier was kaufen? Wenn das alles ist, dann scheiß drauf.
Der macht jetzt zu, ne, der Laden. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ach, das ist doch doof, zuerst suchen, wo die Damen sind. Oder wo die Dame ist. Aber jetzt findet man bestimmt nicht mehr raus, wie oder was, warum. Das ist alles Kacke hier. Geliebte Geschenke, eine Wurzelplatte. Wir haben das Geschenk. Da liegt die, das liegt die, eine Wurzelplatte. Erster Versuch, erster Treffer, perfekt. Jupp, wir sind safe. Hoffentlich, eventuell. Was, 9 Uhr war das morgens? Okay. Zum Glück, ich dachte schon, wir kriegen nie was, aber... Zum Glück haben wir 4 davon gemacht. So. Was war es? 9 Uhr? Wo? Ich weiß keine Ahnung mehr, aber ja. Wo hat denn Penny ihre Hütte, ihr Zuhause? Schläft die beim Zauberer oder was? Oh, wir haben keine Briefe. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Brigitte. Die fressen mir alle weg hier. Nur noch 4 Tage, ne? Futter. Dann ist eventuell, naja, dann können wir dann vielleicht irgendwie ein Viertel oder so für Gras haben. Aber das reicht doch nirgends, oder? Komm später zurück. Wir streichen mal unseren Garten, ja, ne? Hallo. Ja, dem kann man gar nicht keine Tapete andrehen, oder was? Komm, wir probieren mal drin hier vielleicht eine Tapete anzusetzen oder irgendwie sowas. Funktioniert das? Wie nehme ich die wieder weg? Muss ich die jetzt für alle Wände kaufen? Ich dachte, wir kaufen einen, dann ist alles. Ja, toll. Naja, naja. Okay, Wurzelplatte, Wurzelplatte, Wurzelplatte. Die liebt das Ding irgendwie. Ist irgendwie schön. Wir können alles haben, aber wir haben die Favoriten. Ne? Wir haben jetzt zwar keine Herzen, aber wir haben. Getroffen, eine Wurzelplatte zu schenken. Das ist eigentlich schön. Bier, ja. Penny liebt, Pam liebt Bier. Ja, finde ich auch gut. Wie viele Leute gibt es denn hier eigentlich? Robin, haben wir 2 Herzen? Warum eigentlich? Da muss ich noch nie so mit den Dingen befasst, ne? Also mit den Leuten generell und so. Und das wird gerade so ein Trefferlappen. Das ist für mich schön. Beziehungsweise noch angenehm. Ne? Das ist sogar wirklich angenehm. So, komm jetzt, 8:30 Uhr. Das dauert alles zu lange hier. Ja. Da hinten, ne? Das könnte eigentlich mit Gras. Oh,